Und er ist auch der Einzige, der unter der 4-Minuten-Marke geblieben ist. Robin Oberholz, LAC TV Unterstraße. Er startet auf der Innenposition. Neben ihm Paul McIntyre, Stade Lausanne, Igor Hungbühler, der vierte der U18 SM 2000 Meter Stiepel 2017 von LC Frauenfeld. Jean-Marc Abdi Jama von Zea Belfo. Sebaktula Ismail SAL Lugano, Jonas Günther FSG Kourou, Erik Scheck KTV Oberried, Le Mans Gilliaron, Stade Lausanne Julien Stalhansk, Stade Genève, Derek Bukassi, der Schweizer Meister über 5000 Meter von gestern, vom STB Leichtathletik, Leon Dietrich, Zea Belfo, Fabio Stübi, Melchias Afewoki, Zea Sion, und Mattia Verazzoli, GAB Bellinzona, das die Läufer, die mit dabei sind. Julien Stalhansk wird dieses Rennen, wenn er nicht stürzt, sicher gewinnen, vielleicht sogar, wenn er stürzt. Er ist sogar so überlegen gegenüber seinen Konkurrenten. Wer kommt aber für die anderen Medaillen in Frage? Leon Dietrich ist ein Kandidat, natürlich Clément Gilliaron, Derek Bukassi, Jonas Günther, das sind die Athleten, die sich da um Platz 2 und Platz 3 duellieren werden. Vielleicht, je nach Rennverlauf, gibt es auch noch den einen oder anderen, der sich da vorne reinschieben kann. Es führt mit der Startnummer 175, genau dieser Jonas Günther von FSG Kourou. Stalhansk an zweiter Stelle, der jetzt schon nach vorne geht, das wird ihm zu langsam. Leon Dietrich, Zea Belfo ebenfalls schon vorne mit dabei. Stalhansk läuft schon vorne weg. Und hinten schaut man sich an, Bukassi versucht eine zaghafte Nachführarbeit zu organisieren. Jetzt hat er sich an die zweite Stelle geschoben. Stalhansk läuft jetzt schon mit gut 15 Meter Vorsprung. 600 Meter Durchgangszeit 1,40. Das ist knapp 4 Minuten Tempo. Das ist für die anderen schon fast das Maximum. Während für Stalhansk da noch einige Reserven sind. Nun ist es Stalhansk, Bukassi und Dietrich. Diese drei sind vorne eingereiht. Dann klafft eine kleine Lücke zwischen dem dritten und dem vierten Platz, die jetzt wieder geschlossen wird. Günther ebenfalls jetzt wieder mit dabei. An vierter Stelle ist er jetzt. Und dahinter. 1000 Meter Durchgangszeit für Julien Stalhansk. 2 Minuten 42, das ist knapp das 4-Minuten-Tempo immer noch. Und jetzt geht es auf die letzte Runde. Und zwar ist es Dietrich auf dem zweiten Platz. Es ist Bukassi auf dem dritten, der Goldmedaillengewinner über die 5000 Meter von gestern. Es ist Dietrich, der da noch mitmischt um die Medaillen. Clément Gilliaron, Lausanne Sport, ebenfalls noch in Tuchfühlung, aber vorne ist es Stalhansk, der gewinnt das Rennen. Und hinten geht es um die Medaillen. Bukassi kämpft, er natürlich müde Beine vom 5000er. Und es ist jetzt
Bukassi gegen Günther. Günther auf 2, Bukassi 3 und Gilleron auf 4. Und Leon Dietrich, sehr Belfort, er geht dann zum Schluss leer aus, obwohl er sich gut positioniert hatte. Julien Stahl-Hansk, er gewinnt in einer Zeit von 4:01:73. C'était cool, c'était cool. Je savais pas trop quelle tactique faire parce qu'il y a 800 après. Elle était donc gewusst, welche Taktik er soll nehmen, auslesen. Er hat noch 800 Meter. Donc tu t'es dit d'abord, bon, bah, je me mets derrière. Bah, je me suis dit, je pars derrière, je regarde ce qui se passe. Et il s'est rien passé? Ouais, bon, c'était pas très rapide, je crois 50 ou 300. Du coup, je me suis dit, il faut quand même que. Pas que je me fasse bouffer au sprint après, alors. J'ai quand même fait un peu gaffe. Mais il est rauer geworden, il n'a pas im sprint verlieren. Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te sécher un petit peu et puis te préparer pour 800? Ouais, faire une sieste aussi, je crois. Also, sieste ist angesagt. On se réjouit en voir ce 800. Il essaye le doubler, il versucht. Stoppen. 800 Meter kommt nachher noch der Julien Stahl-Hansk.